Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Meine Lieben, ich habe ein kleines Craft-Update für euch. Und zwar meine allerersten Kommunionskarten. Ja, ich wurde gefragt, ob ich welche machen könnte. Und das hat mich so gefreut, dass ich direkt losgelegt habe. Und daraufhin ist einmal diese Karte entstanden. Diese mit den Fischen, und wenn man die aufmacht, dann sieht die so aus. Hinten ist noch ein kleiner Briefumschlag, da kann man dann noch was reinschreiben und Geld reintun. Karte Nummer 1. Meine zweite Karte ist so geworden. Soll auch für einen Jungen sein, also alle Karten für einen Jungen. Deswegen habe ich das so ein bisschen blau-grün, grau-grün gehalten. Und ich überlege aber noch, ob ich jetzt hier das vielleicht noch gelb anmale, ausmale. Das hier noch gelb. Ich denke, das werde ich noch machen. Und wenn man die aufklappt, dann kommt ein Buch entgegen. Also für mich sieht es aus wie ein Buch. Das ist erstmal hier oben und dann kommt das so ein bisschen dir entgegen. Karte Nummer 2. Und dann habe ich noch eine dritte gebastelt. Die sieht so aus. Und wenn man die aufmacht, dann ploppt die so auf. Yay! Ich liebe diese Karten. Die habe ich auch schon oft gebastelt. Auch zum Geburtstag. Im Nachhinein ist vielleicht auch das hier ein wenig dunkel. Das könnte ein bisschen heller sein, irgendwie. Aber, ja. Finde ich auch ganz schick. Ah, das könnte ich schon wieder stundenlang machen, meine Lieben. Naja, gut. Ja. Ihr könnt mir ja mal gerne wieder in die Kommentare schreiben, welche Karte euch am besten gefällt. Nicht wahr? Und ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben. Jetzt habe ich mich erschrocken. Da hinten ist was umgefallen. Ach, hey. Ach, das war jetzt mal ein klasses Ende. Und über ein liebes und nettes Kommentar freue ich mich und über ein Abo natürlich. Meine Lieben, mach's gut, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Tschüss, tschüssi.